Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher Teil 1. Es ist noch Nacht. Wir haben den feudalen Empfang hinter uns gebracht. Dieses Fest von Leuwarden, dem Kaufmann. Sehr viele Adlige da gewesen. Viele Informationen bekommen. Oh oh, was geht denn hier ab? Das sieht nicht gut aus da hinten. Quick Save. Und wir rüsten schon mal Menschenwaffe aus. Haval. Ah, geht nicht. Okay. Ist auf Haval irgendein Schadenszauber drauf? Aber versuchen wir es erstmal ohne. Hallihallo, was ist hier los? Mein Freund Thala. Geralt, hört nicht auf diesen vollgepissten Betrüger. Was ist los, Thala? Er ist darin verwickelt. Die gefälschten Erlasse. Aber ich dachte... Woher habt ihr das königliche Siegel, eierleckender Dreckskerl? Wie könnt ihr es wagen, mich zu beschuldigen, Wurm? Glaubt ihr, das Siegel ist gefälscht? Eindeutig. Wenn das hier ein königlicher Erlass ist, wo ist dann Foltests Unterschrift? Geralt, das ist eine Provokation. Der König muss nicht jeden Erlass unterzeichnen. Das Siegel ist echt. Ihr lügt, Devet. Ich kann es beweisen und ihr werdet hängen. Ihr könnt gar nichts beweisen. Ergebt euch und lebt. Haltet euch da raus, Hexer. Niemals. Mich bekommt ihr nicht lebend, ihr Dreckskerle. So, mich halt ihr nicht zum Narren Thala. Ich höre mir beide Seiten an. Lasst die Finger von ihm. Ich glaub dem Thala. Lasst die Finger von ihm. Das werdet ihr bereuen. Ihr alle werdet das bereuen. Still, Priester. Der Halunke soll... Danke für eure Hilfe, Geralt. Ihr taucht am besten eine Weile unter. Gute Idee. Aber ich muss mit euch reden. Später. Ich muss etwas erledigen. Na gut. Wir treffen uns im neuen Narrakord. Also kann ich da direkt wieder rein oder kommt können wir... Kommt später zu mir, Geralt. Ich muss euch was erzählen. Du Mistkerl. Du redest der auch nicht... Der Halunke sollte hängen. Ein normaler Tod wäre zu gnädig. Los, Thala, geh da rein. Ich will wissen, was für Informationen du für mich hast. Ich muss nur aufpassen, dass ich das dritte Kapitel nicht zu schnell beende, weil ich ja noch massig Nebenquests habe. So sehen wir uns wieder. So ist es wohl gelaufen, denke ich. Ich denke, ich sollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinen Arsch gerettet habt. You're welcome. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, sich mit Devet anzulegen. Natürlich war es das, vorausgesetzt, euch liegt Temeriens Wohlergehen am Herzen. Was meint ihr damit? Etwas liegt in der Luft. Ihr vergesst, dass ich ein einfacher Hexer bin. Es ist so. Bevor der König aufbrach, gab er Visima in meine Obhut. Seht her. Sieht authentisch aus. Während meiner Abwesenheit vertraue ich euch das... Ich weiß, dass ihr lesen könnt, Hexer, aber seht. Nicht nur des Königs Siegel, sondern auch seine Unterschrift. Die fehlt auf den anderen Erlassen. Ein Siegel kann man stehlen, aber eine Unterschrift ist schwer zu fälschen. Also sind die königlichen Erlasse gefälscht. Genau. Problem. Ja. Leider verbietet mir mein Verhaltenskodex, meine Position für private Zwecke zu missbrauchen. Ihr wollt also nicht helfen. Das geht euch nicht. Okay. Boxen will auch keiner mit mir. Dann würde ich sagen, besuchen wir Triss und erzählen ihr das von Shani. Gibt es wahrscheinlich wieder so ein kleines Stelldichein. Oh, 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 Salamander greifen mich an. Interesting. Sterbt, Bastard. Autsch. Los, schlag zu. Viel ausgehalten. Und er hat Fistech bei.
Du, Feind? Alles klar, Feind. Oh, was kommt denn da? Wow, Moment. Hier Knie. Ich sollte den schnell down bringen und dann zum Silberschwert wechseln. So. Silberschwert. Du Mistvieh. Ein Jammer. Davon soll ich, glaube ich, ein paar töten. Das ist, glaube ich, eine der Quests. Oh je, da geht's schon weiter. Die nächsten. Die machen wir beim Gruppenkampf fertig. Komm, du auch noch mal her. Also, nachts ist hier nicht sehr sicher. Das sollte ich bis zum nächsten Tag wechseln. Stirb. Mein Gott, was der aushält. Das ist krass. So, Festdeck nehmen wir mit. Wo ist das Killi-Dings da, Wumsvieh? Nein, das ist weg. Das gibt's ja wohl nicht. Killi-Dings da, Wumsvieh. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich hätte gerne einen Happen. Ist echt nicht mehr da. Und ich habe da, glaube ich, eine Quest für, oder? Da, Killi. Ich muss wieder gerade die Klauen von 10 Kikimoren besammeln. Und das sind die gewesen, glaube ich. Für etwas Ruhe und Frieden. Super. Nein, ist nicht mehr da. Nicht mehr da. Mist. Verdammt mich. Hier unten geht's in die Kanalisation, da muss ich auch noch hin. Dann besuchen wir erstmal Triss. Könnten wir auch bis zum nächsten Morgen pennen. So wie es aussieht, ist sie immer noch auf dem Fest. Es sieht so aus. Verdammt. Okay, da müssen wir irgendwo rasten. Zum Labor von Kalkstein. Haben wir da eine Rastmöglichkeit? Ich hoffe es. Kalkstein, wo bist du? Nicht da ist im Turm. Das ist schlecht. Wir können ja noch mal hier Vivaldi besuchen. Ansonsten muss ich bis in die Kneipe rennen. Lebt. Okay, wir können hier nicht pennen. Das ist schade. Verfluchen. So, hier hinten ist eine Feuerstelle, da können wir auf jeden Fall rasten. So. Der geht nicht, also den werden wir wohl drin haben. Vermute ich mal. Nehmen wir den mit.
Stärke Silber erhöhen. Ja, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir schnelles und starkes Silber. Alles hier auf 3, das ist schon mal gut. Müssen wir nur noch hier die Bronze-Sachen reinkriegen. Der geht wieder komischerweise nicht. Und wir schlafen bis zum Morgengrauen. So, ich sollte nochmal zurück machen. Geht das? Nee. So. Weil wir wollen natürlich auch ein paar Tränke. Damit können wir uns direkt alle, glaube ich, wieder alle HP hochmachen. Bindekraut. Macht versteckte Gegner sichtbar. Coole Mark. Erstellung. Schwalbe ist auch wichtig. Machen wir erstmal den hier. Absolut Rafaz. So oft wie wir ihn machen können. Zweimal. Die Schwalbe geht dann nicht mehr. Okay. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Das hier könnte auch ganz gut sein. Da können wir mal ein paar von machen. Okay, und bis zum nächsten Morgen. Los geht's. Stufe 19, glaube ich, oder? Oder sind wir schon 20? Mal gerade schauen. Ah ne, das können wir hier sehen, ne? Genau, das sehen wir doch, wenn wir einfach hier hochgehen. Stufe 19. Uiuiui. Ja, ist ein ordentlicher Kämpfer jetzt. Jetzt müssen wir einen Schmied aufsuchen. Wir wollten das mit den Meteoritengestein machen. Dreimal roter Meteorit auf das Schwert drauflegen. Sollte das nochmal vereinfachen. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Können wir das bei dir machen? Herr? Darf ich mich? Wie ihr wollt. Ja, diese ist natürlich sehr schön. Dann gucken wir mal bei dem Zwerg vorbei. Gottchen, Gottchen. So, Schmied. Braucht. Ja, lebt. Ich brauche etwas. Zeigt mir. Ich kann nicht. Ich habe keine Empfehlung und wir bedienen. Adieu. Ah, weil wir uns gegen die entschieden haben. Das ist schlecht. Ich brauche jemanden, der mir meine Klinge verändert. Ich bediene nur. Lebt. Ja, also wir können da nichts mehr machen, weil wir uns gegen die Anderlinge entschieden haben. Ja, dann muss das ja eigentlich da gehen. Hatte ich gerade irgendwie die Möglichkeit, das Meteoritengestein da drauf zu machen? Es kam zu neuen Massakern. Oh, einfach viel schön. Schade, dass ich das verpasst habe. Bewegt euch. Drauf. Verkauft. Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Ja, das hätten wir gerne. Und zwar, was ist das denn hier? Meteoritenschwert. Oh. Haval, Schaden plus 30, Chance auf Kritik. Wie war das denn? Man kann nicht einfach nur. Das hier, ein Schwert geschmiedet aus 3 roten Teilen Meteoritenstahl, es dient dem Kampf gegen Menschen, unwirksam gegen die meisten Ungeheuer. 40 Schaden, Chance auf kritisches Bluten 30. Das ist das. 40 Schaden, und wie viel macht das? 30 Schmerzpräzisionstreffer, aber plus 20.
würde sagen, dann nehmen wir das hier. Das hätten wir gerne. 1000 und damit haben wir eigentlich eine der besten Waffen. Wir kriegen noch eine bessere später im Spiel, aber das müsste eigentlich dann so das Beste sein. Ja, kaufen wir. Die hätte ich gerne verkauft, Haver. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Geht das nicht? Oh. Das ist aber mies jetzt. Das ist ja eine echt gute Klinge, die hätte bestimmt Geld gebracht. Na gut, wir haben ein Meteoritenschwert. Und zwar aus 3 roten Meteoritensteinen gemacht. Und macht 40 Schaden. Und 30 auf Bluten. Also ist jetzt sehr gut gegen Menschen. So, haben wir bereits gelesen. Wir müssen Kram noch verkaufen. Das Gestein können wir, glaube ich, hier direkt verkaufen. Darf ich mich? Wie ihr wollt? Ich brauche nämlich jetzt kein Gestein mehr. Nein. Blauer Meteorit brauche ich sowieso nicht. Wie viel bringt der? 60. Ja, okay. Okay, das sollten wir vielleicht mal behalten gegen starke Kämpfer. Mehr nimmst du nicht an. Verstehe. Siegfried, ich hoffe, du bist jetzt da. Können wir nämlich direkt die Quest um den Friedhof beenden. Gibt uns ja auch wieder Erfahrungspunkte. Hallihallöchen. Ich bin... Das Friedhofsproblem ist gelöst, aber... Was ist passiert? Abgesehen von dem sprechenden Ghoul spielten auch die Skoyatel eine Rolle. Sie raubten Gräber aus und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Ein sprechender Ghoul? Habt ihr ein Elixier zu viel getrunken? Was ist passiert? Ich rettete die Menschen, die sie den Ghoulen vorgeworfen hatten. Aber die Mörder flohen. Ewiges Feuer! Wie ein wahrer Ritter! Grämt euch nicht, meine Einheiten werden die Mörder fangen. Das verstehe ich nicht. Ihr habt Unschuldige gerettet. Besser konntet ihr nicht handeln. Das sehe ich genauso. Dafür verdient ihr einen Bonus. Ich bin stolz auf euch. Ha! Vorwärts, ritterliche Sehr Brüder! So, geht und kämpft. Können wir da mit rein? Ich will da mit rein. Geht leider nicht. Schade. So, dann schauen wir nochmal, ob da noch ein Gravier jetzt ist, so auf dem... Oder Gaviere, oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Eins von diesen roten Monstern. Auf dem Friedhof. Und da müssen wir Triss aufsuchen und den Wählerrat noch. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video. Bis demnächst, euer Chojin.